UI Ternprozess GmbH ist schon seit Jahren hier auf der Wire and Tube und auch dieses Mal natürlich wieder mit dabei. Ich hoffe, dass bislang alles gut für Sie verlaufen ist, Dr. Groß, und dass Sie sehr zufrieden sind mit den Kunden, die hier vorbeigekommen sind. Ja, kann ich nur sagen, wie die letzten Jahre auch. Wir sind sehr zufrieden. Hier ist auch ein großer Teil unseres Metiers. Rohre sind hier, Draht ist hier und das ist auch ein Teil unseres Business. Wir bauen Öfen für die Metallindustrie, von Schmelzöfen für Aluminium bis zu Wiedererwärmöfen, gerade auch für Draht und Rohre. Also hier sind die, die unsere Anlagen mitbeliefern, die Technologie, die wir nicht haben, aber auch unsere Kunden in den anderen Hallen, mit denen wir gerne in Kontakt stehen und tatsächlich auch unsere Lieferanten. Also wenn nicht hier, wo dann? Die Branche muss sich sehr vielen Herausforderungen gerade stellen, Digitalisierung, Fachkräftemangel oder auch der Frage der Nachhaltigkeit. Wo setzen Sie ein Hauptaugenmerk, wie setzen Sie sowas um? Fachkräftemangel ist typischerweise in Europa der Fall. Man kriegt eben keine 35-jährigen Hocherfahrenen mit 12 Jahren Berufserfahrung, sondern man muss auf den Unis anfangen. Wir haben schon Aktionen für Schüler bei Boys and Girls Day, um das Interesse zu wecken. Viele wissen gar nicht, was Industrie ist oder was die Industrie macht. Und wenn wir jetzt mal die Schlagworte nehmen wie CO2-Einsparung, dann ist unsere Technologie, Umstellung von Erdgas auf zum Beispiel Wasserstoff, eine Schlüsseltechnologie. Und damit kommen wir in den Kreisen der jungen Berufsanfänger auch an. Die wollen ja auch am Fortschritt mitwirken. Und ich würde sagen, von dem Theoretischen zum Praktischen, und deswegen möchte ich jetzt gerne mit Dr. Trachter nachsprechen, wenn ich darf. Und ich frage Sie jetzt einfach mal, was haben Sie denn in Sachen Nachhaltigkeit mitgebracht, was Sie hier vorstellen? Also einer der wesentlichen Treiber in der metallverarbeitenden Industrie, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit, ist das Thema Dekarbonisierung. Und da gibt es zwei klassische Wege. Einmal eine Elektrifizierung, was wir auch begleiten aktiv mit unseren Kunden, oder aber auch die Umstellung von Erdgas zu im Wesentlichen Wasserstoff. Diese Umstellung wird aber nicht plötzlich erfolgen, sondern man wird über einen längeren Zeitraum einen sehr volatilen Wasserstoffgehalt im System haben. Und das hat wiederum Einflüsse auf die Brenner und auch auf die Gesamtöfen unserer Kunden. Und um diesem Aspekt zu begegnen, haben wir hier eine mobile Gasmischstation entwickelt, mit der wir Wasserstoff mit Erdgas in verschiedenen Mischungsverhältnissen mischen können und so in einem Industriemaßstab mit bis zu 2 Megawatt Leistung diese Anlage beim Kunden aufbauen können und mit dem Kunden zusammen in seiner Produktionsanlage Tests durchführen können, damit er genau weiß, wie er seine Brenner einstellen muss und was er vielleicht an seinen Brennern auch noch verändern muss, um sich auf diese Wende im Rahmen der Dekarbonisierung vorzubereiten. So sieht man also, dass Sie auf jeden Fall das Praktische und das Theoretische auf jeden Fall abdecken, und ich freue mich sehr, dass Sie heute Zeit hatten, uns das alles kurz zu erklären. Ansonsten wünsche ich Ihnen eine gute Zeit und vor allen Dingen sehen wir uns hoffentlich 2026 wieder.